Hallo Leute, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Ari. Onkel D wieder da mit einem neuen Thema, was Leute aus mir geschrieben, was ich bespreche jetzt. Du kannst auch hier lesen. Der Thema ist, ob der Schule ist wichtig oder hast keine Wichtigkeit, ja? Vor der Erste, ich will sagen, diese Onkel D Meinung, diese ist nur meine Meinung, was ich sage, ja? Also, keine Streit. Keine Angreifung von mir, okay? Meine Meinung, was ich will sagen. Danach, ihr könnt auch sagen, was ihr denkt darüber. Kommentiert, schreibe mein Snapchat, Instagram oder Facebook, ihr könnt mir schreiben, ja? Für alle Eltern da draußen, die sehen auch das Video, bitte, ist nur meine Meinung, ja? Deswegen, keine Angreifung, bitte. Wenn ihr habt was zu sagen, schreibt mir Privatnachricht, schreibt bei der Kommentar. Wir können gerne darüber reden, ja? Okay. So, der Frage: Schule wichtig, ja oder nein? Meine Meinung, ich finde, Schule ist sehr, sehr, sehr wichtig, ja. Schule wirklich ist sehr wichtig. Guck mal, ich muss denken, wie in Deutschland oder wie generell in Europa, wir haben den Glück, wir müssen nicht vor Schule zahlen, ja. Viele Länder, viele andere Länder, da muss vor Schule zahlen. Viele Kinder wollen in der Schule gehen, wollen was lernen. 1 plus 1, A, B, C, die wollen alle lernen und so. Der wollen Karriere machen. Aber weil der Eltern kein Geld hat, der kann nicht in der Schule gehen. So, erste Mal, wir müssen diese appreciate. Ja, appreciate, dass wir können in der Schule gehen, kostenlos. Wir sind nur Bücherhefter, der Blätter managen. So, erstens das, ja, also ich finde, Schule ist sehr wichtig. Zweitens, was ich würde ändern, nur in der Schule, erst einmal, ich finde, manchmal, was der macht, der Unterricht, du brauchst nicht in der Leben. Manchmal der Unterricht, die Sachen, es interessiert keinen, ich brauche nicht später in meinem Leben, so. Und deswegen, ich finde, man muss andere Sachen beibringen in der Schule. So wie, was passiert nach der Schule, wie man kommt klar in der Leben, wie man zahlt Steuer, wie man kann eine Wohnung finden, wie man bezahlt das und das und das, wie macht man das mit der Miete, wie, was für ein Gesetz ist da, welche Gerechtigkeit habe ich, der ganze Gesetze über AGB, BGB, alle diese Sachen. Okay, vielleicht du bist jetzt, was du kurz, du bist vielleicht 6. oder 7. Du weißt nicht, was AGB, BGB ist. Aber diese Gesetze, der Rechte, die du hast. Von dieser Sache, ich finde, der Lehrer oder der Schule sollte beibringen. Über die Zukunft, wie man bereitet sich vor der Zukunft. Von der ganzen Rechnung, man zahlt, von der Beruf, man will nehmen, welcher Beruf mag das und so. Und ich finde, dass man muss mehr lernen über Geschichte. Meine Kinder, ich will nicht sagen, es ist schlecht in Deutschland, aber jedes Jahr, der lernt über Erster Weltkrieg, jedes Jahr, der lernt über Zweiter Weltkrieg. Jedes Jahr, immer Hitler. Was ist zum Beispiel mit der schwarzen Geschichte? Ich finde, man muss auch mehr lernen. Der Welt hat so viel über der schwarze Geschichte mit Malcolm X, mit Martin Luther King, der Sklaverei, Afrika, alle, da ist so viel Geschichte, nicht immer über Erster und Zweiter Weltkrieg, was ist das? Es gibt so viel, zum Beispiel, letztes Mal, ich habe gelernt über Türkei, was zum Beispiel da bedeutet, der Frage, da war Krieg und ich glaube, der Frage ist doch ein Mond und Sterne. Wegen der Krieg in der Wasser, man hat gesehen, der Mond und der Sterne hast dir gespiegelt. Und da so hast du der Frage gemacht, diese Geschichte ist ja so viel, also diese Geschichte ist so interessant. Ist so, so, so interessant. Oder warum wir lernen nicht über Amerika, der Indianer, wie alles ist da passieren. Über Südamerika, wie alles ist da passieren und so. Es gibt so viel Geschichte. Und ich finde, sowas man sollte auch lernen, ja. Von der Dritte, was ich finde Musik und zum Dritten, was ich finde Musik zum Beispiel und Kunst. Diese zwei Fächer zum Beispiel, diese man sollte nicht bewerten, weil jeder mag seine Kunst anders. Wenn ich mal rot, für mich vielleicht rot bedeutet Wut, ich bin sauer. Für jemand bedeutet Wut, rot, Wein.
oder Traurigkeit oder sowas. Wenn ich mal blau, dieser Blau für mich heißt vielleicht Freundschaft. Für jemand anders heißt blau, heißt vielleicht Segen. So, weißt du, ich finde Kunst, man kann nicht bewerten, weil jeder express yourself others mit Kunst. War dieser richtige Deutsch? Jeder sagt Kunst anders, wie Musik. Jemand mag andere Musik so, jemand mag die andere Musik so, jemand fühlt diese Musik anders als diese andere Musik. Deswegen, ich finde diese zwei Fächer zum Beispiel, man kann nicht bewerten. So, dieses Video, ich mag ganz kurz, was ich denke über Schule. Ja, ich finde Schule wichtig, aber ein paar Sachen, man muss ändern ich rede jetzt für Deutschland, weil ich weiß, meine Kinder gehen hier Schule oder waren in der Schule. Deswegen, ich finde ein paar Sachen, man soll ändern für die Fächer. Ein paar Fächer, man braucht gar nicht. Ein paar Sachen, man lernt nicht. Und man lernt erst, wenn man ist auf der Straße, auf der Welt. Man denkt so, oh mein Gott, warum hat diese mir keiner beigebracht? Warum hat mir diese keiner so und so und so gemacht? Warum hat mir keiner diese gesagt? In der Schule, man muss lernen. Und auch für die Eltern da draußen, bring deinen Kindern ein paar Sachen bei, wie die kann für das Leben vorbereiten. Auch für die Eltern, man muss wissen, Schule kann sehr schwer sein. Kann Stress sein, kann schwer sein für die Kinder. Deswegen, manchmal helf die einfach. Gehst du deinen Kindern, frag, hast du Hausaufgaben? Hast du was du so nicht verstanden? Kann ich dir helfen? Oder vielleicht du kannst keine Mathematik, du kannst keine Deutsch, du kannst keine Geschichte oder so. Es gibt, du hast bestimmt Freunde, die kannst dir helfen. Oder kannst du Junge oder deine Tochter helfen. Und solche Sachen alle mal, weil Schule kann sehr, sehr anstrengend sein. Ich weiß es selber. Von meinen damals von der Schule kann anstrengend sein. Und meine Eltern, weiß afrikanische Eltern, der sagt, geh Schule, mag so, 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 so. Aber der weiß gar nicht, was alles dahinter steckt. So, Leute, Schule sehr wichtig. Ich finde, ihr solltet Schule gehen, beenden. Wenn ihr habt was ihr liebt, wie Musik machen oder Sport machen oder so, ihr könnt da machen. Aber versucht, die Schule zu machen. Versucht, deine Sport zum Beispiel oder Schule zusammen zu verbinden. Vielleicht jemand will Fußballer werden und sagt, diese ist meine Ziel, ich will Fußballer. Schule lenkt mir ab. Schule lenkt dir nicht ab. Du musst diese Sachen versuchen zu kombinieren. Okay? Weil ich mag auch mein Studium. Ich mag mein Studium und ich mag meine Videos. Und ich versuche beides zu Kombination. Weißt du? Und dann man schafft. Man muss ein paar Sacrifice machen. Wie sagt man? Man muss ein paar Sacrifice machen. Wie heißt diese auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Aber du musst ein paar Sachen weglassen und auf diese paar Sachen Konzentration. Weißt du? Und dann alles Step by Step. Und du schaffst, okay? So, dieser war der Thema. Wenn du hast eine Frage oder wenn du hast was zu sagen, schreib hier bei der Kommentar. Ta-ta-ta-ta, deine Tastatur macht pa-pa-pa-pa. Du schreibst. Du kannst mir auch Instagram schreiben, meine Snapchat schreiben, meine Facebook schreiben. Wir können darüber reden, diskutieren. Weil ich weiß, viele gehen in der Schule noch. Viele gehen in der Schule, haben Stress. Abi-Phase, mach dir Abitur, geh in der Gymnasium, mach dir Reifeschule, Real-Reifeschule und so, der ganze Prüfungsstress. Ich kenne diese. So, ich will nicht sagen, wenn deine Eltern helfen dir nicht oder so, komm zu mir, aber versuch auch mit deinen Eltern zu reden darüber, was der ganze Stress ist da und so, okay? So, Leute, wir sehen uns. Schreib mir Thema. Ich habe so viel Thema bekommen. Nächste Woche kommt ein neues Thema. Wenn du hast auch ein Thema, schreib mir, wir reden darüber. Keine Probleme. Sag meine Meinung. Du kannst deine Meinung sagen. Alle gut, ende gut. Papa Pam. Der Ding goes. Brrr.